Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 11. Ja, nach unserer langen Verletzungspause, wir haben ein Nationalspiel verpasst gegen Ecuador und zwei Spiele unserer Hertha. Wir haben aber glücklicherweise drei Spiele. Nein, zwei und ein Nationalspiel. Ich war für drei Spiele verletzt. Oh. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben. Nee, das ist kacke, dann spielen wir lieber in Rot. Beide Spiele haben wir jedoch gewonnen. Das heißt, wir sind weiterhin auf dem ersten Platz. In der Tabelle. Es dürfte alles so danach aussehen. Onkel Ramos spielt wieder Onkel Ramos. El Diablo alias aka Ramos. Achso, wir verlieren wieder keine Zeit. Wir wollen ja schnell zur Sache kommen. Richtig, ein tolles Spiel gegen den KSC. Wir hoffen natürlich wieder mal auf schöne Tore nach unserer Verletzung hier und wir hoffen aber auch, dass wir nicht direkt wieder verletzt werden. Weil wir inzwischen ja auch Stammspieler geworden sind von der Nationalmannschaft. Wollen wir auch unseren Stammplatz mal auch spielen? Das blieb uns ja bisher verwehrt. Okay, den hast du. Mach ich dem Abseits. Kacke, warum? Freistoß? Ja, Freistoß. Danke sehr. War wohl doch ein eindeutiges Foul. Eindeutig. Eindeutig. So. Da sind schon wieder eindeutig zu viele Blaue. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Raphael. Boah. Ich habe gar nicht gesehen, was überhaupt die Aufgaben waren. Das tut mir leid, das habe ich auch leider nicht drauf geachtet. Also müssten wir mal ordentlich spielen, würde ich mal sagen. Ja. Und dann werden wir das auch direkt mal in Angriff nehmen hier, ordentlich zu spielen. Oh. Elfmeter. Das war doch eindeutig ein Elfmeter. Ja. Ich würde sogar sagen zwei Elfmeter. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners. Ja, hallo. Boah, ich schraub dem Schiedsrichter die Stollen ab beim nächsten Mal. Oh nein! Noch ist es nicht. Ah, schade, dass er nicht. Sicher in der Ballbehandlung. Und Schuss. Ja, ja. Und direkt das 1:0 für uns. Mit einem schönen Pass. Ja, sehr schön. Der war schön und dann auch noch verwandelt. Auch so mit einem schönen, strammen Schuss. Man merkt auch gar nicht, dass er verletzt gewesen ist, die drei Spiele. Nee, ne? Weißt du, das haben wir uns auch verdient. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Aufgaben waren, aber ist jetzt auch egal, weil wir sind nämlich Publikumsliebling und wir sind Stammspieler in der Nationalmannschaft. Da können wir auch ruhig mal so die ein oder andere... Komm, den hast du? Das ist deiner? Ja. Was war das denn jetzt? Das kann doch nicht eingehen. Jetzt können wir nämlich auch mal... Wir führen 1:0 und ich habe keine Ahnung, wie unsere Aufgaben sind. Deswegen nutzen wir das jetzt einfach mal wunderbar herrlich, um schöne Spiele mit zusammen mit dem Ramos zu starten. Und Achtung, genau hingeschaut. Jetzt müsste er flanken. Was machen wir? Wir machen... Möglichkeit jetzt. Gut blockiert von Verteidiger. Schade, schade, schade. Aber ich glaube, ich sehe es jetzt lieber mal so, dass wir gucken, ein paar schöne Spiele zu machen, anstatt jetzt hier Tore, Tore, Tore. Versuche ich lieber mal zusammen mit dem Ramos Tore zu schießen. Foul. Foul. Ein Freestoß. Ja, ja. Wer schießt denn da? Warum steht denn der Ramos da hinten? Ah, da steht ja alles nur mit Blauen voll. Ja, den hat er gut abgefangen, den Ball. So, der hat mich umgemäht. Das gibt's nicht, das ist einfach nicht möglich. Das Tor ist zugenagelt. Und jetzt auf zu Ramos. Ja, Ramos ist hier. Oh, was für ein Schuss. Das ist eine Ecke.
Das ist eine Ecke. Wer schießt die Ecke? Ecke wird geschossen. Okay. So, dann geht's jetzt auf hier. Hallo, Jungs. Ey, das ist aber jetzt... Da waren unsere ja so gut wie gar nicht vorhanden, unsere Leute. Das ist ja mal abartig. So. Schade, da haben wir zu früh gepasst. Ja, komm. Nicht an Ramos vorbei. Nö, das heißt direkt mal Einwurf. So, und... Der vierte Offizielle hält die Anzeigetafel. Ramos, wieder mal da rein. Der holt sich die Ball. Holt sich den Ball aus allen Ecken. So, jetzt haben wir. Schön. Oh. Aber Ramos, die Boy, hat ihn sich wieder hergezaubert. Das war ein schöner Pass. Er könnte jetzt... Er macht es auch. Er macht es. 100 pro. Nein. Ach, da bin ich nicht weitergerannt. Wenn ich weitergerannt, hätte es vielleicht geklappt. Da waren mir auch zu viele Blaue hinter mir. Ich wollte eigentlich noch was anderes machen. Oh, war es schon Halbzeit? Oh, die erste Halbzeit schon vorbei? Halbzeit ist vorbei. Das heißt, jetzt kommt unsere große zweite Halbzeit, in der wir jetzt mal wieder abgehen wie Schmitzekatze. Und jetzt wieder mit dem Ramos hier zusammen. Lustenberger. Ja, zumindest schafft er es, den Gegner zu stören. Alter, was ist denn da los? Das kann nicht sein. Also ich muss sagen, wir tun uns gerade im Moment etwas schwer. So, jetzt kommt's. So, jetzt. Wo ist Ramos? Ne, das muss ich nicht vorrennen, Ramos. Nicht vorrennen. Bloß nicht vorrennen. Komm zurück. Weil das sonst abseits ist. Nein. Ja, und der landet irgendwo. Du warst ja schon, Langkamp. Na, das ist aus. Du warst ja schon, drin. Chrysanthus. Ja, lieber kein Risiko eingehen. So, okay, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen aufdrehen hier. Übrigens hat Ramos gerade eine super geile akrobatische Einlage hingelegt. Manche nennen das auch den einfachen Rittberger. Oh. Da hat Ramos versucht, mit dem Hammer einen reinzuwirken, aber diesmal war der Torwart auf der Hut. Alter, den Ball hole ich mir wieder. Siehst du? Da hat er sozusagen den eigenen Fehler wieder gut gemacht. Ja, das wollte er aber auch. Das hat man ihm angesehen, nachdem er den Ball verloren hat, schnell nachgesetzt. Ja. Boah. Da haben wir aber voll hinten drauf gehalten. Aber ich glaube, wenn der so weit. Mal schön mal einen strammen Schuss. Abgeliefert. Versuchen wir mal ganz was Neues. Jede Menge Auswechslung. Aber ich sag mal, das ist schon etwas erschreckend. Gott, was war das denn für ein Schüsschen? Er hat den Ball sich wieder geholt. Gut gemacht. Oh. Und weg ist der Ball. Das nein! Aber wer denn Ramos ran? Nein. Tja, was soll der Trainer mit dem veranstalten? Ja, vielleicht muss er ihn einfach mal rausstellen, denn wenn du in so einem Loch bist, ich weiß gar nicht, wie er sich da rausspielen soll. Ja! Traumpass von Ramos. Traumpass von Ramos zum 2:0 jetzt. Aber der war auch wirklich schnell. Der ist aber hammerschnell, der Ramos hier. 2:0, wunderbar. Er ist aber auch echt die Tore. Na gut, der war ja auch krank. Ramos hat 3 Spiele nicht mitgespielt, bestimmt. Aus Kulanz hat er auch nicht mitgespielt, wette ich. Und wo schießt der hin? Nein. Boah, den Ball holen wir uns wieder.
So, und jetzt ist aber wieder Onkel Ramos dran. Hat nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen. Jungs, 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 das ist Murks. Oh. Ein kleiner Hänger im Spiel. Er versucht, an den Ball heranzukommen. Frisantos. Das hat mich jetzt voll aus der Rolle gebracht, vor allen Dingen aus dem Konter. Okay. Alles wieder auf. Das darf ja wohl nicht sein hier, ne? Eckball. Eckeball. Eckeballe. Eckeballe. Okay, wo sind wir? Wir sind schon wieder auf Konterposition. Das heißt, wenn wir den Ball jetzt nach vorne kriegen. Boah, ist ja schnell. Sind wir jetzt ab auf den Konter? Ja, mach es, mach es. Ja, der Abwehrspieler verhindert hier Schlimmeres. Ja! Oh, Eigentor. Das musste auch mal sein. Das hat er sich gut verdient. Von der gegnerischen Mannschaft. Doch, ich finde, ja, doch, er hat sich das doch verdient. Das ist ein absolut krasser Fehler gewesen. Tor geschossen hat, war schon richtig. War ja auch das richtige Tor. Ja, wir haben es auch gesehen, dass er diverse Unterbrechungen gegeben hat. Also so muss das sein. So und nicht anders. 90 Minuten ja, so. Dafür ist das Spiel jetzt aber auch wieder rum gleich. 90. Minute. Oh. Okay, und jetzt geht's wieder los. Was machen wir draus? Was machen wir draus? Der macht ein Tor. Super geil, da macht der Ramos sich auch noch sehr schnell sein Spitzeltürchen. Ja, es musste sein. Es musste sein. Doch, hat er sich auch verdient. Vor allen Dingen wieder mit seinem Hammer. Doch, doch, das hat er sich definitiv verdient. 14-0. Das ist jetzt aber schon eine komfortable Führung. Das ist. Ich glaube, das müsste eigentlich gleich abgepfiffen werden. Oh. Ja. Ja, damit ist es vorbei. Wunderbar. Oh, da kann man sich auch wiederum freuen, dieses Spiel gesehen zu haben. Das war ein schönes Spiel. So, damit verabschieden wir uns auch schon wieder von dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir haben auch wieder alles erfüllt hier. Hammergeil. So, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschö.